Guck mal, schwer verletzt. Oh, ganz ruhig. Die fällt mir um. Ganz ruhig atmen. Ja, weißt du, ich hol direkt einen RTW. Ganz ruhig, einmal atmen. Hör mal, schick dir mal direkt einen RTW zur Wache. Verletzung am Rücken. Ich habe hier gerade eine Verletzung, die hat irgendwas am Rücken. Guck mal bitte. Da kannst du das sehen? Hör mal, da hat hier einer was eingeritzt. Guck dir das mal an. Ist das ein V oder was? Die junge Frau muss Schreckliches durchgemacht haben. Das bestätigt sich auch, als wenig später der Rettungsdienst vor Ort ist. Das Tattoo unter ihrer Fußsohle fällt dann allerdings zunächst nur Forensikerin Ava Kremin auf. Und? So, ja, die ist aktuell wieder soweit stabil. Ja, wir haben halt den Schnitt auf dem Rücken und die Anzahl der kleineren Verletzungen ist halt auch schon beachtlich. Die ist auf jeden Fall mehrere Tage festgehalten worden. Dehydriert ist ja auch. Aber sie konnte mir gerade noch ein bisschen was sagen. Also irgendwas mit einem USB-Stick, der irgendwie unter einem Mülleimer versteckt ist. Ich habe eine Adresse aufgeschrieben, die hat sie mir noch gesagt. Vielleicht könntest du damit was anfangen. Und hattest du das am Fuß gesehen? Nee. Magst du uns das gerade einmal zeigen? Siehst du? Was ist das, eine Verletzung? Mhm. Nee, das ist so ein Audiocode. Das kannst du scannen mit dem Handy und dahinter ist dann eine Sounddatei. Und das hat sie selber da angebracht oder irgendjemand? Da fragst du die Falsche. Kannst du das auslesen? Das können wir auslesen, ja. Das ist kein Problem. Dann versuch das doch mal. Vielleicht. Ja, dann würden wir das alles, was wir kriegen können. Genau, ich gucke sie mir an und dann komme ich gleich zu euch. Okay. Vielleicht gibt das Tattoo auch Aufschluss über die Identität der Verletzten. Das hinten angestellt. Mir reicht's ja, wenn die halbwegs überlebt. Stell ich euch? Nee. Nee, erzähl. Komm. Es geht um das, was wir bei der Dame im Fuß gefunden haben. Ja, ja, ja. Ich habe das einmal mit dieser Soundwave-App bearbeitet bzw. abgespielt. Das funktioniert? Das funktioniert wirklich, ja. War das jetzt, aber das war ein Tattoo oder nicht? Das war ein Tattoo, genau. Das ist wie so eine Art QR-Code und dann kannst du das einfach lesen. Aber was du draußen gesagt hast, ja, 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 alles klar. Genau. Und du kannst das jetzt audiomäßig. Da ist jetzt, hinter diesem Code war eine Audiodatei versteckt, genau. Und die hätte ich jetzt für euch. Dann hau rein. Mein Name ist Hannah Rosenholz, geboren 3.2.1990 in Hamm-Westfalen, Blutgruppe AB. Falls Sie diese Audio hören, haben Sie mich gefunden. Bitte helfen Sie mir. Das ist aber spooky, ne? Wieso hat jemand sowas auf den Fuß tätowiert? Nee, das hört sich ja fast an wie so in irgendwelchen Agentenfilmen, ne? Ja, 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 ja. Vor allem, dass sie die Blutgruppe mit reingehauen hat. Ja. Ja, zur Identifikation? Ja, Identifikation eher, wenn sie Blut braucht, hätte ich jetzt gedacht. Oder so, ja, eins von beiden. Weißt du, wenn sie haben mich gefunden. Entschuldigung, ich denke immer gleich an den Tod, du kennst mich. Also ich habe hier tatsächlich was gefunden. Die Rosenholz, die ist in Hamm gemeldet auf Berlinestraße 48. Die vorherige? Nee, da war die vorher, genau. Hier ist die. Ich habe die nicht. Nee, alles klar. Deutsch, Linienstraße, das ist die alte und das ist die aktuelle. Säckinger 5, hier in Köln. Ja. Und das ist der Bruder, der Dominik. So, wenn die noch bewusst. Ist die ansprechbar gewesen schon? Eben noch nicht, aber vielleicht ist es ja jetzt mittlerweile. Ich wollte eh noch mal rausgehen. Vielleicht finde ich noch Spuren, DNA-Spuren unter den Fingernägeln. Ja. Meint ihr, das lohnt? Geh auf jeden jetzt gucken, bevor die wegfährt. Und wer weiß, wie schnell die sauber machen. Ich guck mir die Dame dann draußen noch mal an. Ja, am besten, bevor der die irgendwie wäscht oder bevor der anfängt, da was sauber zu machen, haben wir die Spuren weg, ne? Ja. Das mache ich. Hör mal, was ist mit dem USB-Stick, von dem draußen erzählt wurde? Den wollten die Kollegen noch einsammeln und dann mir geben und dann würde ich mir den angucken. Ausgezeichnet. Wenn die kommen, dann direkt zu dir kommt. Nicht, dass er irgendwo. Ja, ich passe auf und sag euch dann Bescheid. Danke dir. Der Fall ist undurchsichtig. Die Beamten bestellen den jüngeren Bruder der Verletzten auf die Wache und hoffen, dass dieser mehr weiß. Der 24-Jährige war bereits nach Köln gekommen, um seine Schwester zu suchen. Herr Rosenholz, wir haben Ihre Schwester hier auf dem Gang schwer verletzt vorgefunden. Das heißt, sie kam zur Wache und ist dann hier zusammengebrochen. Haben Sie eine Ahnung, weil wir haben jetzt ein bisschen recherchiert im Internet und da steht Investigativjournalistin. Mhm. Ist sie gerade an irgendeiner Sache dran, wo ihr Leute gefährlich werden könnten? Wissen Sie sowas? Also wir haben ja eigentlich ganz guten Kontakt und sie hat vor ein paar Wochen erzählt, dass sie sich
irgendwie undercover in irgendeine Gang einschleusen lassen will, aber mehr hat sie mir nicht gesagt. Hat sie Ihnen denn den Gangnamen verraten oder sowas? Gar nicht, sie wollte mir dazu nichts sagen. Die Gang, wissen Sie, wo die ansässig ist? Wahrscheinlich hier in Köln. Hier in Köln? Wenn wir vermuten, dass sie festgehalten wurde von irgendjemandem und er sie ja auch schon seit Tagen nicht erreicht, dann passt das doch. Zwei Sachen. Also ich habe einmal Spuren gesichert, so wie wir es gesagt hatten, aber da rennt ein Typ draußen rum. Ich glaube, den müsstet ihr euch mal angucken. Was ja, am RTW oder was? Ja, ja, der ist komisch. Komisch heißt? Ja, der guckt die ganze Zeit, druckst so ein bisschen rum. Wenn man mal hinguckt, dann geht der auch hinter die Autos, aber der geht die ganze Zeit nicht weg. Okay. Das ist was für euch. Also ihr. Na, alles klar. Herr Rosenholz, warten Sie mal kurz, bitte. Danke dir. Wir kümmern uns mal eben drum. Der Mann beobachtet interessiert die ärztliche Versorgung der jungen Journalistin und fühlt sich ertappt, als die Polizisten ihn zur Rede stellen. Mal, der ist das. Junger Mann. Was machen Sie hier? Warum so nervös? Ich bin nicht nervös. Hände aus der Tasche, bitte. Was stehen Sie hier rum? Ich bin mit meiner Freundin hier verabredet. Hier, bei mir vor der Wache. Ja, hier um die Ecke. Und deswegen gucken Sie die ganze Zeit in den Rettungswagen? Ja, ich bin ein bisschen neugierig. Ja. Wir wollen einmal gerne reingehen und würden gerne mal wissen, was Sie hier machen. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja, habe ich dabei. Ja, der Kollege geht vor, Sie gehen einmal hinterher. Den Namen kann er uns schon mal verraten. Wie heißen Sie denn? Serenz, Jan. Okay. Es ist relativ untypisch, dass eine Person sich hier vor der Wache aufhält, rumschlawenzelt und hier sehr interessante Blicke in Richtung des Streifenwagens macht. Darüber hinaus hat der Kollege gerade festgestellt, dass er Kratzverletzungen am Arm hat. Kann ja durchaus sein, dass sich hier jemand um sein Opfer bemüht. Ja. Und einmal die Mütze ab, ne? Wir sind ja nicht bei der Hottentotten. So, Herr Serenz, wie sieht denn aus? Was haben Sie denn jetzt da gemacht? Was lungern Sie hier vor der Wache rum? Ich habe meine Freundin gesucht. Wir haben uns hier verabredet in der Nähe und ich habe gedacht, ja, dann guck ich mal. Wie heißt sie denn? Laura. Ja, und habe sie nicht gefunden. Und dann habe ich da den Krankenwagen gesehen, habe ich einfach reingeguckt. Das war's. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Im Tiger gekämpft oder wie? Ja, so ungefähr. Okay. Wo ihr gerade bei dem Thema seid, noch eine kleine Info bezüglich der Spuren bzw. von Blut, der von der Dame unter den Fingernägeln. Ja. Also es ist definitiv menschliches Blut. Ich habe einen Bedside-Test gemacht, um die Blutgruppe zu bestimmen, weil sie hatte ja praktischerweise ihre Blutgruppe da auch drauf gequatscht. Richtig. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, es ist nicht AB. Also es ist also nicht ihre Blutgruppe. Ihr eigenes. Also Fremdblut war. Genau. Okay. Von wem kann ich euch nicht sagen, aber zumindest nicht von ihr. Immer, wenn der Herr Serenz mir nichts Glaubwürdiges zu den Kratzspuren da erzählt, wäre das möglich? Darf ich die einmal sehen? Von der Verletzung was zu nehmen? Zeigen Sie der Kollegin mal Ihre Verletzung auf dem Unterarm. Fresse. Nix meine Fresse. Ja, das passt, ne? Das passt auch von den Abständen. Ja, sag mal, Kratzer da, der kommt hier irgendwo her, oder nicht? Sie lungern hier vor der Wache rum, erzählen uns irgendeinen Scheiß. Und wir wollen wissen, was Sie hier machen. Erzählen Sie mir irgendwelche Märchen von Ihrer Freundin, eine blonde, kurze Haare, Clara, Laura, Lara, wer weiß. Ich meine, was ganz schnell geht, wäre auch noch mal ein Blutgruppentest mit seinem Blut. Die verletzte Journalistin ist mittlerweile vernehmungsfähig und möchte auch unbedingt aussagen. Dass sich die 31-Jährige überhaupt auf die Wache retten konnte, grenzt an ein Wunder. Ich finde es erstmal erfreulich, dass es Ihnen wieder gut geht, den Umständen entsprechend. Möchten Sie denn jetzt eine Aussage zu Ihrem Zustand machen? Wer hat Ihnen das angetan? Ich habe mich undercover in eine Gang eingeschleust. Hier in Köln? Ja, hier in Köln vor ein paar Wochen. Und ja, wollte recherchieren, weil da Gerüchte im Gang waren, einfach zum Menschenhandel, Prostitution und so. Das organisierte Kriminalität, ist Ihnen bewusst? Ja, ich weiß. Ich habe Dominik ein bisschen was davon erzählt. Ich habe dir gesagt, das kann gefährlich werden. Ich weiß, ich war auch nicht ganz sicher, ob mir nichts passiert. Es ist ja gefährlich geworden, aber wie hat man Ihnen denn was konkret angetan? Sie sind ja schwerst verletzt, Sie haben hinten einen V auf dem Rücken eingeritzt. Ich wurde die letzten Tage gefoltert, um alle also damit Sie wissen, wo die Beweise sind. Ich habe es fast nicht mehr ausgehalten und konnte fliehen. Wir haben jetzt noch einen USB-Stick, hoffentlich schon ausgewertet. Ich weiß nicht, ob er gerade noch in der KTU ist, keine Ahnung. Ja, ja. Was ist denn auf diesem drauf? Was erwartet uns alle denn Beweise. Da? Alle Beweise. Alles, was ich gesammelt habe. Ich war ja mehrere Wochen dabei, Beweise zu sammeln. Alles, was die Gang angeht, alles über die Prostitution, über den Menschenhandel, über... Frau Rosenholz, haben Sie denn irgendwelche Namen für uns? Ja, ich habe mich undercover ja als Laura eingeschleust und war die Freundin von Jan Serenz. Jan Serenz? Ja. Pack mich doch jetzt einer. Gucken Sie sich mal um. Der sitzt da. Ja, das ist er. Das ist er? Ja, ich bin ganz sicher. Hat er Ihnen... Ja, da gucken Sie, Herr Serenz.
Hat er Ihnen auch das angetan? Hat er Ihnen die Verletzung zugefügt? Ja. Der Typ war das. Der Barbesitzer wird wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Menschenhandels und Erpressung angeklagt. Auch gegen seine Gang wird ermittelt.